Ja, wir helfen jetzt hoch. Oha! Rein da! Rein! Hallo YouTube und hallo liebe Zuschauer. Oh hey! Na, wie geht's? Wie steht's? Alles gut bei euch? Wir sehen können, zocken wir wieder Callisto-Protokoll. Und in der letzten Folge habt ihr ja gesehen, da haben wir erst gerade das Spiel gestartet, sind irgendwie abgestürzt unserem Schiff, weil wir geentert wurden von irgendwelchen Kriminellen, irgendeine Rebellion, was auch immer. Sind dann irgendwie ins Gefängnis gelandet, vielleicht aufgrund unserer Fracht. Und dann haben wir jemanden kennengelernt, den wir eigentlich quasi jetzt retten wollen oder irgendwie auffinden wollen, aber irgendwie ging das mit dem Fahrstuhl alles nicht. Jetzt sind wir irgendwo unten im Keller und müssen da jetzt lang. Und ich würde sagen, nach dem Intro geht's dann einfach los. Hier haben wir doch aufgehört. Genau hier sind wir. Hier ist der Fahrstuhl, hier sind wir runtergekommen und jetzt können wir hier weiterlaufen. Oh Gott, ich habe schon jetzt keinen Bock mehr, Alter. Sorry, Leute. Na, bist du hochgezogen von irgendwas? Nö, der bleibt einfach da oben hängen. Ach du Scheiße, es ist ja dunkel da lang. Wo geht's hier lang? Ist hier irgendwas? Hat er irgendein Licht oder so? Hey komm, wir zücken mal die Waffe. Was ist denn unsere Waffe? Waffe, da ist er. Wie haut der nochmal zu? Nee. Oh. Ich glaube, wir waren ein bisschen zu laut. Ist doch schon wieder irgendein Monster, oder? Hallo? Streber? Was ruft der? Man sieht doch überhaupt nichts, ey. Das ist total zum Kotzen, ne? Das ist total dunkel hier. Ich sehe nichts. Nix. Ich habe das auch wieder ein bisschen dunkler gestellt, weil der Schnee mir ein bisschen auf den Sack gegangen ist. Aber jetzt ist es hier ein bisschen alles schöner und besser. Jojo, komm, laufen wir mal hier lang. Uiuiui, haben wir schon Stimmen? Ja, wir sind paranoid, sehr gut, wir hören Stimmen. Was ist das? Energieumwandlung, okay. Wertvolle verbotene Gegenstände können für Credits verkauft werden, okay, gut zu wissen. Ist hier noch irgendwas? Nö. Wir haben nur eine Stimme gehört. Und ein bisschen klappern, was da so rumläuft, ne? Ach, komm schon. Ach, Keule. Habe ich die falsche Taste gedrückt? Nein. Ja doch, ich habe die falsche Taste gedrückt, deswegen hat das nicht geschafft. Ja, ja. So. Gut ist, die Atmosphäre ist so erdrückend, dass man wirklich nur normal laufen will. Man will ja gar nicht irgendwas riskieren hier, ne? Man will ja echt gucken, dass man hier da heil durchkommt. Oh, Credits. Hier ist ein geiles Klo. Mmh, lecker. Gulasch. Geil. Finde ich ja sehr gut. Direkt aus der Schüssel. So muss das sein. Gulasch aus der Schüssel. Genau so und nicht anders. Hot and spicy meat. Yeah, boy. Was haben wir hier? Nix, kann man nicht betätigen. Ey. Wir hätten vielleicht doch da über die Brücke da anders lang laufen sollen. Okay, hier geht's weiter anscheinend. Ja. Ruckel, ruckel, ruckel. Eigentlich kann das nicht ruckeln, Alter. Ich habe eine 3080 Ti. Wie kann das hier ruckeln? Wie? Aber es ist relativ entspannt noch alles. Noch. Na los. Oh oh. Ah, nein. Ah! Und der kommt jetzt auch, oder? Ah! Okay, und der hier? Der ist tot? Stampfi, Stampfi? Wie war denn das? Nee, man konnte irgendwie treten noch, nein? Ja, egal. Stampfi, Stampfi, habe ich vergessen, wie das ging. Okay, der eine ist abgehauen. Der ist durch den Schacht geklettert.
Hat wohl ein bisschen Schiss vor mir, warum auch immer. Dabei will er mich doch gerne fressen, oder? Mann, Mann, Mann. Also die Atmosphäre ist mega gut gemacht. Weiß immer nicht, warum die Leute das so zerfetzen, das Spiel, so zerfleischen. Also jetzt kann man echt nicht meckern. Oh, Callisto-Credits, okay. Was war das? Irgendwas zum Aufheben noch? Nö. Ach, da will jemand sein Gulasch mit Pillen essen. Das finde ich auch gut. Hier ist schon wieder nichts. Was haben wir hier? Okay. Wirklich sehr eigenartig, oder? Ja. Oh. Kommt der jetzt wieder hoch? Das wäre doch mal eigentlich eine starke Aktion, oder? Wenn er wieder zurückkommen würde. Weil er uns ja eigentlich fressen will oder was auch immer er mit uns vorhat. Okay, hier kommen wir nicht weiter. Na los, dann rennen wir weiter. Wir haben keine andere Wahl. Wir düsen ab. Das Spiel lässt uns keine andere Wahl. Wollen wir das wirklich? Man hört doch ganz viele Stimmen daraus, oder? Oh oh. Irgendwelche Gehirnis. Oh, unser Kumpel. Ah ja. Ach stimmt, ich hab's auf Englisch gespielt, aber ich wollte eigentlich mit deutschen Subtitle. Ha! Komisch, dass er das nicht anzeigt. Eigenartig, sehr eigenartig. 12 Sekunden später. Okay. Das müsste ja eigentlich wieder alles regulär sein. Na gut, laufen wir mal weiter. Verschlossen. Warum ist der Scheiß verschlossen? Irgendwas trampelt hier lang, oder? Irgendwas ist doch hier unterwegs gewesen gerade. Ein Glück. Fahren wir nach oben. Ach stimmt, unser Kollege hieß Elias. Na, die sind ja wohl das geringste Problem, oder? Oh. Oh, er kann rüberhüpfen. Wow. Lethal force has been authorized. Au. Eie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 
scanning for active core signatures. Okay, er macht nichts. Aber wir dürfen auch nicht so laut laufen. Er steht jetzt nur da in der einen Ecke und bleibt doch da. Was ja auch gut ist. Man sieht auch seine, das ist gut, dass man sieht sein Licht so wunderbar, ne? Black Iron Security Unit active. Läuft jetzt parallel mit uns mit? Ja, scheint so. No movement detected. Okay. Blechdose kann uns nicht erkennen. Wer ist da hinten? Weapon Systems online. Wie immer. Los, steck die Oh. Das ging jetzt aber leicht. So, er läuft parallel mit uns, kann das sein? Er läuft ja genau denselben Weg wie wir. Vielleicht haben wir irgendwas übersehen. Oder ist er schon weiter? Wir gucken mal. Man darf uns auf jeden Fall nicht kriegen, ne? Das wäre ganz schlecht. Der läuft jetzt da hinten lang. No activity detected. Ist hier noch irgendwas? Hier kommen wir rüber. Nö, können wir nicht. Also hier können wir an seiner, von ihm ein bisschen entfernt sind, können wir auf jeden Fall rennen. Das ist schon mal sehr gut. Aber irgendwie gibt es hier da nichts, was ich mir nehmen kann. Dann laufen wir weiter, komm. Kann auch sein, dass ich was übersehen habe, aber das ist nicht mein Problem jetzt. Oder ist nicht, sollte kein Problem sein. Ja, ja, wir gehen da runter natürlich, alles gut. Aufgeschlossen. Wo ist er? Er steht da oben. Hier geht's weiter. Was ist da hinten? Da hinten blinkt irgendwas Cooles. Können wir da ran? Kann man das irgendwie betätigen? Leider nichts. Alles zu. Leider zu, man kann nichts machen. Ich bin auch gut wieder angespannt, weil die ganze Kacke hier so... Ich meine, okay, wer ist denn Cyborg eigentlich an der Seite, der uns hier eigentlich von diesen Viechern retten kann, theoretisch? Theoretisch. Heißt ja nicht, dass er das machen wird. Er wird uns ja gleich als erstes lieber auch killen, weil wir ja quasi aus seiner Sicht auch böse sind. Wo ist denn der? Ah, da ist er. Nee, da hinten steht er. Okay. Das Geplatsche sind wir die ganze Zeit. Okay, ich dachte schon, was läuft. Was verfolgt uns da heimlich, habe ich gerade gedacht. Oh, ein Koffer. Können wir den benutzen? Und wenn ja, was haben wir Schickes drin? Oh. Ah. Okay. Und? Nichts weiter, nur irgendein kleines Alienvieh. Was haben wir hier? Hier haben wir einen Menschen, der keinen Kopf mehr hat. Das ist doch auch gut. Warum? Warum hat er keinen Kopf mehr? Was ist passiert? Warum macht man sowas? Eieiei. Was haben wir hier? Eine nette Konsole, an der wir bestimmt wieder rumpopeln dürfen. Torsicherung, okay. Was haben wir hier noch? Dr. Caitlin Mahler, neue automatische Aufnahme. Okay, drücken Sie den rechten Bumper, um das Datenbios zu aktivieren. Okay, machen wir doch. Ich drücke auf den rechten Bumper. Nö, macht er nicht. Ah, da hat er jetzt gerade getreten. Siehst du, das, was ich vorhin machen wollte? Doof, Mann. Okay. Es ist so dunkel, ich sehe einfach nichts.
alert condition. Was? Okay. Ich dachte, wir können wegrennen, aber der hat uns einfach eiskalt niedergeballert. Die Audio-File von der Tante. Ach, guck mal, hier geht's nach oben. Gott, dann nehmen wir uns mal gleich die Energiequelle hier mit. Siehst du? Ich hab's überhaupt nicht gesehen. Ich bin so blind schon wieder, ey. Was kannst du eigentlich? Ja, für hier oben einsetzen, alles klar. Oh, hier brennt's schon. Oh, nö. Alter. Reicht doch mal jetzt. Was hält dir denn alles aus? Ich brauche eine Waffe. Ich brauche eine Kanone, eine dicke. Hä? Was? Aua, 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 aua. Erster Treffer. Wie der Geist fressen will, der Sack. Vergiss es. Erledigt, du Pisser. Nimm das. Wie sieht das aus, unsere Energie? Voll. Ja, ja, leg dich hier an, schon wieder normal an, ey. Was hast du davon? Ich brauche eine Knarre, Alter. Ich brauche irgendwas Dickes, eine dicke Wumme, ansonsten wird das nix. Okay. Alles ist runtergefahren. Ich höre Geräusche, aber ist nix. Leben. Das war schon mal sehr gut. Was ist hier noch? Was haben wir hier? Leben ist voll. Das ist schon mal gut. Das war das Hologramm von vorhin, ne? Als wir da eingefangen worden sind. Okay. So, ist hier irgendwas, was wir aktivieren können? Wir können die hoch. Dann klettern wir doch mal da rein. Können wir einfach jetzt hoch? Oha! Rein da! Rein! Folgen die mir jetzt? Folgen die mir jetzt oder folgen die mir nicht? Wie, man hört sie nur. Was machen wir jetzt? Nimm das. Ja. Wo ist der andere? Wo ist der zweite hin?
Er ist abgehauen. Bei seinen Kollegen, aber gerade zermalmt haben. Ist er abgehauen, sehr schön. Da hat er echt gerade Schiss gehabt. Können wir uns irgendwie heilen? Nutzen Gegenstände, was ist denn das? Gesundheitsinjektor, ja genau, aber man konnte ihn da irgendwie auf den Shortcut legen. Irgendwie war das doch. Irgendwas konnte man drücken und dann. Boah, Vorsicht. Das hört sich nicht gesund an. Ihr müsst jetzt kurz irgendwie noch hier irgendwie hier raus. Ich weiß zwar noch nicht wie. Der eine kam ja parallel auch hier rausgekrabbelt. So. Wir kamen von hier raus. Hier ist nix. Wo ist der andere jetzt? Ist der nicht auch von hier irgendwo gekommen? Hä? Sehr eigenartig eigentlich, oder? Wenn jetzt der eine hier rauskam mit uns gleichzeitig. So, durch die Ventilatoren können wir nicht gehen, denn wir wissen, was passiert. Dann ist ja eine Schnetzelparty. Ja, hier geht's weiter. Hopp, und hier hoch. Sehr schön. Haben wir es geschafft? Sind wir jetzt bei Elias eigentlich angekommen? Oh, schön, ein Elektroschlagzeug. The lockup had already been raided. All that's left is this baton. Some baton, yeah. Those things do pack a punch, though. We aren't gonna need it. Okay. Können wir das kombinieren oder was? Oh ja. Yeah. See you there, okay. Hoffen wir, dass er überlebt bis dahin und dass wir nicht sterben. Irgendwas ist doch hier. Ich höre doch hier irgendjemanden rumstöhnen die ganze Zeit. Das ist der eine, der abgehauen ist, oder? Wir sind ja von da gekommen gerade. Das war's, hier gibt's nichts mehr. Kann dann echt nicht wahr sein. Aber da können wir ja gleich unsere neue Waffe an diesen Mistkindern austesten. Aber hier, guck, ich habe was übersehen. Ha, seht ihr? Haha. Raufgedrückt. Sehr gut. Ist hier hinten noch irgendwas? Alles zugesperrt. Ah, hier geht's auf. Gar nicht gesehen. Gib was her. Ich habe vorhin vergessen, bei den ganzen Viechern mal zuzutreten. Ja. Also nachdem ich sie getötet habe, hier liegen ja ganz viele Korpus rum. Sehr schön. Sehr viele Leichen. Überall sind Leichen. Ich sehe tote Menschen. Aber die sind wirklich tot. Mausetot. Ey, 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 ey. Ist noch irgendwas, was wir nehmen können? Nein, nichts weiter. Uiuiui. Grusel, 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 Grusel. Hier oben irgendwas, das man nehmen kann? Nee. Nee, hat auch nichts für uns übrig. Schade. Ist hier noch irgendwas? Nee, hier leuchtet nichts auf. Schade. Hier haben wir hier fast geschafft. Da ist der Turm. Ich wäre echt dafür, dass so ein Roboter irgendwie uns hinterher rennt und dann die ganzen Viecher abballert für uns. Oh, eine Injektion. Her damit. Ich bin vorbereitet auf alles. Da ist er. Das sind zwei, ne? Ich sag ja, jetzt kommt er. Oha. Haben wir geblockt?
Nimm das. Erledigt. Haut der ab oder was? Naja. Nimm das! Nein, ich hab doch! Das ist ja gemein! Au! Eieiei, das war mein Gesicht, mein kostbares. Au! Da kommen zwei! Oha! Die kommen beide zusammen auf einen zu. Was willst du denn da machen? Das ist ja viel zu krank. Das ist ja viel zu schwer. Und ich will Hochsicherheitstrakt spielen. Unser Plan bleibt es immer noch, den Großen herzuholen. Ich weiß, dass man keine Gegenstände schmeißen kann. Na los, hier bin ich. Komm, du siehst mich. Komm her. Hier bin ich. Hier. Na los. Wir können das halt nicht so offensiv machen wie gerade eben. Das war viel zu offensiv. Okay, er kommt. Hey! Sehr gut. Ja, damit wir am Leben bekommen. So, jetzt müssen wir die Typen einzeln pullen. Irgendwie müssen wir das auch hinkriegen. Hier bin ich. Wenn er da rüberspringt, wissen wir, dass er uns gesehen hat. Ich will nicht zu weit gehen. Kommt der? Nee, er hat uns ja nicht erkannt. Schade. Wo ist denn sein zweiter Kollege, der die ganze Zeit kommt? Kommt der von hinten oder was? Die haben wir schon zugegriffen, ne? Ja, haben wir schon. Aber woher kommt denn der zweite die ganze Zeit? Der zweite, ich sehe den gar nicht. Der rennt hier nirgendwo rum. Ich will den einen nur irgendwie pullen. Können wir eigentlich auf uns sneaken irgendwie von hinten? Dann gehen wir mal in die Hocke.
So, der ist jetzt hier. Wo ist der zweite? Wo ist denn der zweite von dem? Woher kommt denn der andere her? Wir müssen kurz abwarten. Dann können wir den eigentlich gleich platt machen. Ich bin gerade ein bisschen angespannt, weil wir es gerade so gut durchgeschafft haben. Hey, ich hab gewachsen. So, geschafft. Und wo kommt der andere mal her? So. Hier geht's gleich hoch zu unserem Kollegen, kann das sein? Aber wir schauen nochmal. Hier ist ein Memo. Elias Porter. Da ist er. Hier kommen wir nicht rein. Aber ist die Frage, wollen wir da rein? Ich glaube, wir wollen da gar nicht rein. Und die ganzen Nebengeräusche von den Viechern nerven auch schon ein bisschen, Alter. Über mir. Und warum ist die Zelle hier offen? Warum kann ich hier rein? Ich sehe aber auch nichts, was ich benutzen könnte, ne? Hier ist irgendwas, aber nichts. Kriegen wir nicht auf. Der hat Schaden. Dann waren die Monster zu aggressiv oder was, dass der das nicht hingekriegt hat. Aber was machen wir denn jetzt hier? Hier drüben waren wir schon. Da kam auch nichts. Ach! Vollidiot. In der Tat. Oh nein, lass uns raten, lass mich raten. Nonne. Nee, wir sind jetzt drin in dem Dings. I'm sending in Squad 9. Sir, Squad 9 is gone. Hold your position. Pull back. We've lost containment. All right, then activate all tactical units. You are weapons free. Repeat, you are weapons free. Yes, sir. But, sir, that will... Now that's in order. You kill anything that moves. Na, sehr schön. Sind auf jeden Fall in der Kommandostation schon mal drin. Das ist ja schon mal gut. Kommen wir hier ran? Eieiei! How the fuck did you get in here? You think I got time for this shit? Okay. Okay. Let me see if I got this straight. You crash here. And then this whole place goes to shit. Oh, 5, 2, 1. Look at me when I'm talking to you. What'd you do? Huh? You can tell me. Are you different? Are you special? Why'd the warden want you alive? Huh. I told you. Das sieht ein bisschen aus wie Cristiano Ronaldo, war aber nur ein bisschen. Und tschüss. Der hätte aber gerne die Handschuhe gehabt, ehrlich gesagt. Das Vieh ist tot, so schnell? What do you mean? He was there.
Oh, das ist jetzt. Captain Ferris, okay. Gibt's da noch irgendwas? Oh, da oben ist ein Speicherraum. Alles gut, dann haben wir es gleich geschafft. Können wir eigentlich zu unserem Kollegen Elias gehen? Sehr schön. Was hat er gesagt? Hier ist ein Speicherraum, Safe-Raum. Was haben wir hier? Danke. Nachtwirkungen. Oho. Wo ist denn Elias? Elias. Elias, wo bist du? Hier ist es abgeschlossen. Okay. Gut, die Leute. Ich würde sagen, wir haben auf jeden Fall heute genug gespielt hier. Wir haben es noch nicht geschafft, zu Elias zu kommen. Anscheinend ist das ein wichtige Stelle in dem Game, weil ich dachte, wir sind jetzt eigentlich schon bei ihm, weil er da oben in dem Turm war, aber anscheinend ist er wieder abgehauen. Ich habe keine Ahnung, ich blick nicht durch, aber wir sind schon gut weit gekommen. Die Monster sind echt hart, du musst echt viel ausweichen, du musst eigentlich sehr defensiv spielen, nicht offensiv. Boah, ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns zum nächsten Mal wieder und auch nochmal hier an dieser Stelle. Abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht getan habt, lasst ein Like da und natürlich kommentiert fleißig, darüber würde ich mich sehr freuen. Ansonsten sage ich tschüss, bis dann, adio, ciao, ciao. Willkommen in der Endcard. Links könnt ihr euch ein anderes Video noch anschauen, wenn ihr wollt, von meinem Kanal. Und rechts könnt ihr ein Abo dalassen. Ich verabschiede mich hier an dieser Stelle und ich würde sagen, wir sehen uns zum nächsten Mal wieder. Mach's gut, bis bald, dein Damir, aka Bärenkroate. Adio, ciao, ciao.